Ja, schönen guten Tag, liebe Hörerinnen, Hörer, Seherinnen und Seher des YouTube-Kanals der Zeitschrift International. Wir nehmen heute ein Gespräch auf mit Heinz Gärtner. Heinz Gärtner ist emeritierter Professor für Politikwissenschaft der Universität Wien und seit vielen, vielen Jahren auch ein Redaktionsmitglied unserer Zeitschrift. Und Heinz Gärtner hat im Laufe seiner wissenschaftlichen Laufbahn auch immer wiederum Forschungsaufenthalte in den USA absolviert. Er kennt also das Leben in den USA sehr gut und wir haben daher festgelegt, dass wir das heutige Gespräch über die aktuelle Situation in den Vereinigten Staaten von Amerika führen, nach dem Mord an George Floyd. Und ich würde daher gleich, lieber Heinz, beginnen mit der Frage, es ist außerdem ein günstiger, auch für uns in Österreich ein günstiger Termin. Es war gestern eine unglaublich erfolgreiche Demonstration mit der Teilnahme von 50.000 jungen Österreichern und Österreicherinnen in Wien, die eben sich massiv gegen Rassismus und gegen die Gewalt auch in den Vereinigten Staaten von Amerika ausgesprochen haben. Daher jetzt einmal die Eingangsfrage, wie schätzt du aufgrund deiner Kenntnis der Situation in Washington, in New York, in den USA, die aktuelle Situation ein? Ich muss leider sagen, dass diese Situation zwar aktuell ist, aber immer wiederkehrt. Wir haben ähnliche Bilder seit den 60er Jahren. Natürlich das Problem des Rassismus, das gibt es also sehr viel länger in Europa und auch in den USA. Aber im Wesentlichen hat sich da nicht sehr viel geändert. Die 60er Jahre Demonstrationen gegen den Vietnamkrieg haben sich damals auch verbunden mit den Demonstrationen der Bürgerrechtsbewegung. Auch damals ist es von den USA nach Europa übergeschwappt. Und wir haben natürlich jetzt auch eine Dreifachkrise, die das sehr sichtbar machen. Also wir haben diese Pandemie, die USA sehr stark trifft, verbunden mit einer Wirtschaftskrise und jetzt diese Frage der Menschenrechtsverletzungen. Und das ist ein Menschenrechtsproblem. Es ist nicht mehr nur, ich möchte auch sagen, unter Anführungsstrichen, nicht mehr nur ein Rassismusproblem, sondern es ist eine prinzipielle Frage geworden, wie man mit Menschenrechten umgeht. Das ist eine Systemfrage geworden, die sich mit den anderen Fragen verbindet. Das Problem, ich war natürlich seit den 60er Jahren, dass es immer wieder verschwunden ist. Es hat sehr, sehr viele mehr, sehr viel mehr dieser Fälle gegeben. Diesmal war wieder mal zufällig ein Video dabei. Es hat auch immer wieder gut gemeinte Reden von Politikern gegeben. Also ich kann mich noch erinnern, also 1968 nach der Mordung von Martin Luther King mit den Demonstrationen, wie der damalige Präsidentschaftskandidat, auch Präsidentschaftskandidat Bobby Kennedy, eine sehr schöne Rede gehalten hat. Auch er wurde dann später erschossen aufgrund dieser Rede oder auch nicht. Und Joe Biden, der Präsidentschaftskandidat, jetzt hat eine ähnlich schöne Rede gehalten, was natürlich gut ist. Aber man sieht, dass sich das Problem seit den 60er Jahren nicht geändert hat, dass es stabil geblieben ist. Es hat juristische Anpassungen gegeben natürlich und die sind aber sozusagen nicht durchgedrungen, wirklich, dass die Polizeigewalt, das ist eine Systemgewalt, gestoppt wurde. Die Demonstrationen und aber auch die Reaktionen auf diese Pandemie und Wirtschaftskrise haben gezeigt, dass die USA tatsächlich nicht so resilient sind, wie sie bei uns oft wahrgenommen werden. Das sind also sehr große Schwächen und dazu kommt natürlich, und das ist anders als bei vorhergehenden Präsidenten, ein Präsident, der in den USA, der bewusst
oder aus Instinktgründen polarisiert. Der polarisiert, verbunden mit einer Inkompetenz. Diese Inkompetenz rechtzeitig und ausreichend auf diese Pandemie zu reagieren, wird von den Amerikanern aber auch wahrgenommen, weil jetzt natürlich plötzlich bei den Umfragen Joe Biden weit voranliegt vor Trump. Aber das liegt nicht so sehr an der Attraktivität von Joe Biden, sondern das liegt an der Inkompetenz von Präsident Trump. Der Präsident hat natürlich auch, das ist also, wie er reagiert, ist sozusagen nicht nur inkompetent, sondern er bedient damit seine Basis. Ich glaube, dass sehr viele das, was er jetzt sagt in Bezug auf diese Protestbewegungen, dass er auch Einsatz des Militärs fordert, von vielen gern gehört wird. Er hat sich auch darstellen wollen als Law and Order Präsident, was er ja gar nicht so ist, weil bei den Protesten, die es gegeben hat in demokratisch regierten Bundesstaaten, die hat er ja sehr wohlwollend unterstützt. Da war er gar nicht so sehr ein Law and Order Präsident. Wenn es bei den Umfragen wird sich das natürlich, also oder bei der Unterstützung des Präsidenten wird sich das natürlich in den Umfragewerten zeigen. Es ist aber auch so, dass Präsident Trump für die Wahlen möglicherweise wieder seine Basis ausreichen wird. Er hat damals 2016 einen Lagerwahlkampf geführt. Er wird das auch jetzt tun, umso mehr. Er macht das aber jetzt auch, indem er Sündenböcke sucht für seine Inkompetenz. Das ist Präsident Obama. Präsident Obama, das sind die Demokraten, das sind die demokratischen Gouverneure, das sind jetzt die Anarchisten und Linksradikalen. Und das ist außenpolitisch. Und das hat er sehr versucht, also sehr stark in den Vordergrund zu rücken. Das ist China. Nicht? Also China wird als eigentlich derjenige dargestellt, der Krise, die Pandemie eigentlich verursacht hat. Das ist mehr als nur Wahlkampf, weil er damit natürlich eine Polarisierung anspricht, die weit über den Wahltermin hinausgeht, die über die Corona-Krise hinausgehen wird. Wir steuern auf eine polarisierte Welt zu. Eine Polarisierung, die durchaus nicht nur von Trump gewollt wird. Die nationale Verteidigungsstrategie und die Sicherheitsstrategie der USA sprechen China als die Hauptbedrohung an. Also diese polarisierte Welt ist sozusagen auch durchaus im Sicherheitsestablishment der USA vorhanden. Das Problem ist, dass Trump in seiner Amtszeit aus fast allen Abkommen, internationalen Abkommen und multilateralen Institutionen und Verträgen ausgeschieden ist. Also wir haben sozusagen die Angriffe jetzt aktuell auf die Weltgesundheitsorganisation, die verlassen wird, aber es war auch die Welthandelsorganisation. Es ist der Versuch, das Iran-Abkommen, das JCPOA zu killen. Es ist sozusagen die Verpflichtungen aus dem Pariser Klimaabkommen nicht einzuhalten. Es ist die Rüstungskontrolle, die er faktisch in Frage stellt. Das ist sind eigentlich zwei Rüstungskontrollverträge übrig geblieben. Das ist der multilaterale Atomwaffensperrvertrag und das ist der bilaterale Startvertrag mit Russland, der aus der Obama-Zeit stammt, den ich anhänge, Trump auch versuchen wird, noch vor den Wahlen zu kündigen. Also wir haben eine, mit Trump und der strukturellen Krise in den USA, haben wir eine Welt vor uns, die polarisiert wird ohne Multilateralismus. Also eine Welt, eine polarisierte Welt ohne Multilateralismus.
Und das ist eine Konstellation, ich möchte nicht unbedingt die Cassandra hier spielen, das ist eine Konstellation, wie wir sie hatten vor beiden Weltkriegen. Zunehmende Polarität ohne multilaterale Institutionen beziehungsweise Aufkündigung von multilateralen Institutionen, die es ja auch ansatzweise gegeben hat, wie also den Völkerbund nach dem Ersten Weltkrieg. Biden hat jetzt, ist sichtbar geworden, also Joseph Biden, also der wahrscheinlich sichere Präsidentschaftskandidat der Demokraten, ist sichtbar geworden mit einer sehr, sehr guten Rede, die eben, wie gesagt, also sehr ähnlich ist zu der, die sehr oft Präsidenten in ähnlichen Situationen gehalten haben. Aber außenpolitisch habe ich da noch nicht sehr viel wahrgenommen. Ganz im Gegenteil, er versucht, gerade was China betrifft, den härteren Falken zu spielen als Trump. Er will Trump sozusagen schlagen, indem er noch schärfer gegen China argumentiert, was möglicherweise eine gewisse Wählerschicht ansprechen würde, aber durchaus nicht von den Europäern oder von, sagen wir mal so, also für die globale Konstellation günstig ist, weil wir auf diese Polarisierung zusteuern. Ich kann mich noch erinnern, da hat damals noch, also nach den Wahlen von Barack Obama 2009, hat Obama versucht, sozusagen auch eine Engagement-Politik mit China zu betreiben, bei allen Unterschieden. Und dies ist auch aufgetreten gemeinsam mit dem Xi Jinping. Und jetzt ist der Kurs faktisch auf Konfrontation. Und Biden müsste eigentlich jetzt zurückkehren, wenn er auch das transatlantische Verhältnis wieder retten will, zu einer multilateralen Politik und den Versuch auch einer zumindest limitierten Kooperation mit China. Das gerade in der Zeit der Pandemie ist es einfach notwendig, dass auf technologischer, wissenschaftlicher Basis, akademischer Basis da eine Kooperation aufgebaut wird. Gesundheit ist unteilbar, das weiß auch der Virus, dass er keine Grenzen kennt. Wir wissen natürlich, dass China nicht alle Informationen teilt, möglicherweise gibt es auch Fehlinformationen, das ist sicher so, aber es ist sozusagen auch ein Prinzip der akademischen Welt, dass die akademische Welt eben nicht immer alle Informationen weitergibt. Und das ist nicht unbedingt ein Spezifikum für China. Das Problem ist mit den Demokraten natürlich, dass sie Angst haben, diese Kooperationen zu betonen. Also dazu möchte ich noch sagen, diese Wissenschaftskooperation gibt es Gott sei Dank. Also Silicon Valley arbeitet mit chinesischen Unternehmen durchaus zusammen, unabhängig von der polarisierenden Politik auf der Spitzenebene. Das Problem der Demokraten ist, dass sie auf diese Linie nicht wirklich einschwenken können, ist, dass sie eben als zu weich dastehen international. Und bei allen Interventionen während des Kalten Krieges waren die Demokraten eigentlich für militärische Aktionen. Also, und wir erinnern uns auch, dass Präsident Johnson, der durchaus innenpolitisch mit dem Civil Rights Act seine Verdienste hat, der den Vietnamkrieg angeführt hat. Faktisch. Also von daher ist es schwierig, dass die Demokraten außenpolitisch diesen multilateralen Kurs wieder einschlagen werden, der jetzt eigentlich notwendig wäre. Nachdem wir diese doppelte Polarisierung haben, also innenpolitisch haben wir diese Polarisierung, mit der Wirtschaftskrise, mit der Pandemie, mit den Menschenrechtsverletzungen und außenpolitisch haben wir sie jetzt also mit den Weltmächten und wo im Moment China im Vordergrund steht. Trump musste ja seine Wahlkampfstrategie also ein bisschen ändern. Für ihn war ja vorerst einmal eigentlich der Iran derjenige, der als außenpolitischer Feind aufgebaut werden sollte.
Also seine Wahlkampfstrategie war gegen Immigranten vor allem. Das hat schon 2016 sehr gut gezogen, wegen Einwanderer, Moslem-Ban sozusagen eingeführt. Und das wird er wahrscheinlich auch jetzt wieder tun in seiner Wahlkampfstrategie. Und das Zweite ist, dass er mit Wirtschaftsdaten punkten wollte. Und diese Wirtschaftsdaten sind ihm abhanden gekommen. Und das Dritte wäre sozusagen der Iran gewesen. Das hat er jetzt alles ändern müssen. Die Wirtschaftsdaten, die kann man jetzt nicht wirklich gut verkaufen. Immigration, das Thema wird wieder kommen, nehme ich an. Jetzt außenpolitisch wird sozusagen China mal als Außenfeind aufgebaut. Und man kann zwar sagen, dass Außenpolitik in den USA in den Wahlen vielleicht, wenn man die Umfragen anschaut, immer eine geringere Rolle spielt. Tatsächlich, glaube ich, hat es in sehr, sehr vielen Situationen Außenpolitik eine sehr große Rolle gespielt, das Zünglein an der Waage. Ich glaube auch, dass George W. Bush 2004 sozusagen auch die Wahlen gewonnen hat, indem er die Rally around the President beim Irakkrieg diese Strategie verfolgt hat. Dann genau das Gegenteil. Obama hat die Wahlen zusätzlich gewonnen, weil er versprochen hat, 2008 aus dem Irakkrieg sich zurückzuziehen. Ähnlich, Eisenhower hatte die Wahlen gewonnen. Die Demokraten haben natürlich ein Problem in der Außenpolitik, weil sie nicht als schwach darstellen wollen. Deswegen versuchen sie auch die Republikaner immer bei den Themen zu überholen und sich als bessere Falken darzustellen. Das war natürlich, ist bei Biden also jetzt sichtbar geworden, dass er gegen China eine ähnlich harte Linie einnehmen will. Und wir wissen, dass in der Vergangenheit während des Kalten Krieges Staaten militärischen Interventionen der USA unterstützt. Und Präsident Johnson hat ja auch faktisch diesen Vietnamkrieg angeführt, obwohl er innenpolitisch durchaus den Civil Rights Act vorgelegt hat, durchaus mit der Gefahr, dass ihm das Wählerstimmen im Süden kosten. Politik in den USA bei Umfragen entsprechend immer wieder eine geringe Rolle. Tatsächlich kann aber Außenpolitik ein Zünglein an der Waage sein. Ja, ich glaube, eine Frage, dass das außenpolitisch zwischen den Demokraten und den Republikanern über die längere Zeit betrachtet eigentlich, man könnte sagen, nur geringfügige Differenzierungen sind, ist ja eigentlich eine in bestimmten Kreisen eine Tatsache inzwischen. Es hat sich halt in den letzten Jahren durch die Unprofessionalität, vor allem durch Trump, hat sich die Sache, die ganze Entwicklung radikalisiert. Ich wollte jetzt eigentlich zum Abschluss schon Europa ins Spiel bringen. Und mit Europa in Wirklichkeit eigentlich die NATO, weil die NATO ist das nach 1945 das auf ewig ausgelegte Bündnis zwischen Europa und mit der Schutzmacht USA. Und es haben sich doch schon in den letzten Jahren Zweifel laut gemacht, auch in Europa, ob dieses Bündnis eigentlich noch Zukunft hat. Es gibt ja sogar radikale Kritiker, die gemeint haben, dass nach dem Zerfall des Warschauer Paktes die NATO eigentlich keine Existenzberechtigung mehr haben sollte. Und in dem Zusammenhang eine abschließende Frage. Mir liegt gerade vor eine Einladung zu einer großen Konferenz der NATO, zu der der Generalsekretär Jens Stoltenberg einlädt, mit dem Thema
Strengthening the Alliance in Post-Covid World, NATO 2030. Das heißt, die europäischen Lobbyisten der NATO wollen in Wirklichkeit im Gegensatz zu einer Schwächung der NATO, einer schrittweise Aufbau einer Alternative in Europa, in Wirklichkeit die NATO noch verstärken. Was sagst du dazu? Ich möchte zwei Themen ansprechen, wenn du erlaubst, das eine auf die NATO einzugehen, aber das andere vielleicht doch auf Europa noch einmal stärker, die europäische Rolle stärker betonen. Die NATO ist immer auf der Suche nach neuen Aufgaben und wir haben das gesehen, also dass eigentlich die NATO versucht hat, nach Ende des Kalten Krieges sich zu internationalisieren und globale Konflikte mit einzubeziehen in ihre Strategie, also nicht nur das europäische Bündnis gegen die Sowjetunion, gegen den Warschau-Pakt, also der Krisenmanager der NATO. Das ist natürlich dann wieder verschwunden. Da hat es immer zwei Fraktionen in der NATO gegeben, die globale NATO und die, die eigentlich das Bündnis haben wollten. Mit Russlands in der Ukraine hat sich das wieder umgedreht und man hat wieder die alte NATO, die Bündnis-NATO hervorgeholt. Und da war Russland eigentlich immer der wieder als Hauptbedrohung dargestellt worden. Und da haben auch die USA dann immer wieder betont, also die Europäer müssen mehr für ihre Verteidigung ausgeben. Das wurde von der NATO Brüssel-Beschluss 2014 auch sehr gerne nachvollzogen, obwohl die einzelnen Länder das eigentlich nicht so gerne gehört haben. Also auch Deutschland hat der Wahl zwar war dafür, aber gezögert, aber das wirklich umzusetzen. Aber man stelle sich etwa vor, dass die Militärausgaben Russlands sind etwa 8% von denen der NATO. Also da eine Erhöhung des Verteidigungsbudgets zu fordern, ist irgendwie nicht ganz nachvollziehbar. Und wenn Deutschland diese 2% Forderung, die auch gekommen ist, jetzt auch wieder Administration Trump, aber das war schon unter der Administration Obama, da würde Deutschland erheblich mehr für die Verteidigung ausgeben als Russland. Also Russland so als Hauptfeind darzustellen, funktioniert nicht ganz. Diese nukleare Bedrohung, Abschreckung liegt natürlich auf einer ganz, ganz anderen Ebene, die man mit Rüstungskontrollverträgen also besser in den Griff kriegt als mit Aufrüstung, obwohl das natürlich auch passiert. Die NATO hat ihre Fühler auch jetzt ausgestreckt langsam, weil sie gesehen hat, Russland ist nicht mehr die Hauptbedrohung. Man hat sozusagen immer wieder China auch ins Spiel gebracht, dass man das aufmerksam beobachten würde. Man hat dann natürlich nicht die Bündnisverpflichtung Artikel 5 der NATO auf China ausgedehnt. Und mit der Corona-Krise hat die NATO auch natürlich plötzlich Russland etwas vernachlässigt. Und diese Manöver, die geplant waren gegenüber Russland und vor allem im Baltikum, wurden also reduziert, um sich auf die Corona-Krise sozusagen umzustellen. Also mit Stoltenberg ist es eigentlich nicht zu erwarten, dass die NATO einen von den USA unabhängigeren Kurs einführen wird. Also es ist faktisch ein Echo, das von Stoltenberg kommt, wenn in den USA es unabhängig von dem Präsidenten, wenn ein Präsident in den USA irgendeine Forderung stellt. Aber ich möchte dazu noch sagen, dass Europa, man Großteil Europa ist natürlich NATO. Aber man soll Europa nicht so ganz jetzt abschreiben, obwohl Europa sehr gespalten ist. Also gerade Länder, die also der NATO und den USA sehr, sehr nahe stehen, also etwa wie Polen und die baltischen Staaten, werden also da einer unabhängigeren Rolle Europas nicht zustimmen. Aber immerhin auf dem Papier gibt es die strategische Autonomie der Europäer und die EU Global Strategy von 2016, vor allem unter der ausgearbeitet und hohen Repräsentantin Mogherini, die sprechen schon davon, dass es sozusagen, dass es
die Europäer da unabhängiger handeln müssen. Gegenüber China und dem Iran sprechen sie von einer Engagement-Politik und nicht von einer Konfrontationspolitik. Die Europäer halten immer noch fest, obwohl sie sehr unter Druck sind, am Iran-Abkommen, JCPOA. Ich würde aber sogar noch einen Schritt weitergehen. Und da fange ich jetzt ein bisschen an, vielleicht nostalgisch zu werden. Ich darf das sozusagen im Rückblick vielleicht auch tun. Die europäische Sicherheitsstrategie ist sicherlich ein gutes Dokument, das aber auf dem Papier steht. Und die Europäer haben sich wieder einmal sozusagen ändern müssen, ihre Außenpolitik im Hinblick auf Innenpolitik. Ich meine, ich habe Kollegen, die sagen, Europa braucht immer eine Krise, damit es vorankommt in der Sicherheitspolitik. Also ich bin da überhaupt nicht der Meinung, alle Krisen haben Europa zurückgeworfen. Das war also die Finanzkrise hat Europa zurückgeworfen, die Ukraine-Krise, also die Finanzkrise 2008, die Ukraine-Krise 2014, Flüchtlingskrise 2015, jetzt sozusagen die Corona-Krise, und auch der Brexit, also Krisen sind schlecht für Europa. Und jetzt ist es natürlich so, dass sich Europa wieder auch nach innen konzentriert und zu schauen, dass es hier jetzt die Politik gegenüber dieser Pandemie wieder nach innen koordiniert. Also da muss ich sagen, muss Europa erstens einmal zurückgreifen wieder auf seine Sicherheitsstrategie, aber zurückschauen, das gibt das beste Dokument, das Europa, aber auch gemeinsam mit den USA hervorgebracht haben in der Geschichte auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges. Das war die Helsinki-Schlussakte. Also in der Helsinki-Schlussakte ist kein Wort von Feinden, Gegnern. In Englisch gibt es dann noch sehr viele andere Wörter, Adversary, Enemy, Opponent. Die nationale Sicherheitsstrategie der USA und die Verteidigungsstrategie sind voll von diesen Begriffen, aber nicht nur von denen, auch von den europäischen Ländern. Das Helsinki-Akte erwähnt gar nichts davon. Es ist sehr viel die Rede von kooperativer Sicherheit, von gemeinsamer Sicherheit. Es werden auch die Zusammenarbeit auf wissenschaftlichem Gebiet angesprochen. Es gibt auch einen Dekalog, interessanterweise, von gemeinsamen Werten. Und die Zivilgesellschaft hat damals profitiert davon. Also die Charta 77 wäre also nicht entstanden in der Tschechoslowakei, wenn es die Helsinki-Schlussakte nicht gegeben hätte. Also damals, das Schlagwort war damals, Sicherheit ist unteilbar, Höhepunkt des Kalten Krieges. Und ich würde das jetzt ein bisschen abwandeln und sagen, Gesundheit ist unteilbar. Gut, ich glaube... Für heute sollte das ausreichen. Wir werden uns sicherlich in den nächsten Wochen, Monaten auch wieder verstärkt mit den Aspekten der europäischen Sicherheitspolitik zu befassen haben. Je nachdem, wie die amerikanischen Wahlen, Präsidentenwahlen ausgehen, wird das, wenn das Worst-Case-Szenario kommt, dass Trump wiedergewählt wird, wird ja wohl in Europa einiges auch in Fluss kommen und wir werden sicher darüber uns auch im international verbreiten und wieder diskutieren. In diesem Sinn für heute, lieber Heinz, danke vielmals. Ich darf noch abschließend nochmals verweisen auf unsere YouTube-Seite, auf unseren YouTube-Kanal von International, der dankenswerterweise in den letzten Wochen wiederum sehr großen Zulauf gefunden hat. Wir bedanken uns für jeden zusätzlichen Abonnenten, für jeden Aufruf und noch mehr bedanken wir uns auch für die Stellungnahmen, wobei ich sagen möchte, dass die durchaus noch zahlreicher sein könnten. Es würde unsere Arbeit noch spannender und interessanter machen, wenn wir mit einzelnen
Seherinnen und Hörerinnen auch direkt in Kontakt kommen könnten. Also schreiben Sie uns, kritisieren Sie uns, loben Sie uns. Wir freuen uns über jedes Feedback und das wird unsere Arbeit nur noch verbessern und verstärken. Nochmals herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal.